Und jetzt möchte ich unseren zweiten Vortragenden vorstellen. So, dann gebe ich das gleich weiter. Fabian Fischer, darf ihn schon mal vorstellen, während da noch die Technik umgebaut wird, wird über Sortierung von Arbeitslosen, der AMS-Algorithmus, so heißt sein Vortrag, sprechen. Ja. Er ist Universitätsassistent an der TU Wien und am dortigen Center für Informatics and Society zuständig oder tätig. Das wiederum beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Informatik und Gesellschaft. Er hat, ich glaube, die letzten fast 10 Jahre zu automatisierter Analyse von Social Media und News Media beziehungsweise zu Critical Algorithm Studies gearbeitet. Also du bist wirklich sehr gut im Thema und seit Oktober 2018, seitdem mehr oder weniger bekannt geworden ist, wie das AMS arbeiten wird, also Fabian wird das dann nochmal alles erklären, aber ich glaube, die meisten ist das ein Begriff, das, was der AMS-Algorithmus ist, also dass das österreichische Arbeitsmarktservice eben seit kurzem ein algorithmisches System verwendet, um zu entscheiden, welche Arbeitslosen wie gefördert werden und was das für uns als Gesellschaft heißt, da wirst du uns jetzt ein kurzes Update geben. Vielen Dank. Genau. So, dass es nicht so sehr poppt, ploppt, geht so mit dem Sound? Passt super. Ja, ich war 5 Jahre, habe ich so Analysen gemacht, nicht 10 Jahre, aber sonst vielen Dank für die Vorstellung. Es freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde und zu diesem Thema wieder am netzpolitischen Abend reden darf. Also es gab, glaube ich, November oder Dezember, hat mein Kollege Florian Tschech schon einen Talk eben am netzpolitischen Abend damals im MetaLab gehalten. Genau, seither ist fast ein Jahr vergangen, seit der AMS-Algorithmus angekündigt wurde damals und deswegen eben ein Update. Für den Fall, dass irgendwelche nicht ganz vertraut sind mit dem AMS-Algorithmus, so eine Art Recap, kurzer Überblick, was das ist. Der AMS-Algorithmus soll eben Arbeitssuchende in 3 Kategorien einteilen, A, B und C oder hoch, mittel und niedrig. Die Idee ist, dass Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristig selber Arbeit finden oder selber Arbeit finden werden, in die Gruppe A kommen. Kurzfristig erfolgreich heißt, innerhalb von den nächsten 180 Tagen wird erwartet, dass sie 90 Tage ungefördert beschäftigt sind. Leute, die langfristig geringe Wahrscheinlichkeiten haben, einen Job zu finden, das heißt 180 Tage Arbeit in den nächsten 24 Monaten bekommen, werden eben dieser Gruppe C zugeteilt, die mit niedrigen Chancen, und Gruppe B ist quasi der Rest dazwischen, die haben so mittlere Chancen. Und die Kategorisierung ist eben dazu da, dass Leute, je nachdem welcher Kategorie sie sind, unterschiedliche Ressourcen bekommen. Also bei Gruppe A sagt man, die sind quasi so gut im Jobleben, da braucht man quasi gar nichts tun, die finden das selbst wieder raus. Es gibt scheinbar auch beim AMS Erkenntnisse, dass wenn man denen einen Kurs verschreibt, dann verzögert sich das eher, weil sie dann irgendwie eher abgelenkt sind vom Jobsuchen oder so. Bei der Gruppe B geht alles so weiter wie bisher, das heißt Kurse, Schulungen, Trainings, Bewerbungsschreibkurse und so Dinge. Und Gruppe C ist die zweite Neuerung, da gibt es ein angeblich auf ihre Bedürfnisse besser zugeschnittenes neues Angebot oder Set an Angeboten. Genau. Das Ganze basiert auf historischen administrativen Daten, die kommen, das weiß man mittlerweile auch recht genau, vom Hauptverband der Sozialversicherungen. Das heißt, da ist drinnen, welche, wie man die letzten Jahre angestellt war. In diese Kategorisierung fließen eben Alter, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, nur binär, männlich, weiblich, Ausbildung, Betreuungspflicht, also ob man Kinder betreuen muss. Da ist nur bei Frauen ein, gesundheitliche Beeinträchtigung, vergangene Beschäftigung, wie oft man schon in der Vergangenheit in den letzten 4 Jahren mit dem AMS Kontakt hatte und das sogenannte Arbeitsmarktgeschehen am Wohnort. Das ist, vor einem Jahr war das ein bisschen unklar, was es genau heißt, mittlerweile weiß man, das ist irgendein Verhältnis
an offenen Stellen an einem Ort, wo ein AMS ist und Job-Postings quasi oder Jobs, die wieder gefüllt werden. Das heißt, es ist irgendwie so eine Maßzahl an Fluktuation der Jobsuche und ist ein bisschen intransparent, wie genau das klassifiziert wird. Nachdem das AMS aber nicht von allen Leuten diese Informationen über die letzten 4 Jahre hat, gibt es außerdem noch mehrere Populationen, die eben, wo sie alle diese Daten haben, und dann Personen mit Migrationshintergrund, das ist dann einer der Gründe, warum sie eben nicht diese 4 Jahre Daten haben, dann junge Erwachsene, die sind einfach noch nicht lang genug im Erwerbsleben, und dann alle anderen, die so einen sogenannten fragmentierten Erwerbsverlauf haben. Das ergibt dann, also genau, und 12 Meilensteine, Abregistrierung des AMS zu Beginn alle 3 Monate und später dann ein Jahresabstand. Und es gibt eben diese kurz- und langfristige Prognose, die kombiniert dann diese dreiteilige Klassifizierung ergibt. Er gibt insgesamt 96 Modelle. Genau, das war zum Großteil schon eben ab Oktober, November bekannt. Was ist neu seither, seit dem letzten Vortrag? Es gab verschiedene Anfragen. Zum Großteil sind die durch Epicenter Works, muss man sagen. Also hier auch ein Danke an die Öffentlichkeit gekommen. Die Anfragen sind zum Beispiel von der Gleichbehandlungsanwaltschaft, von der Volksanwaltschaft, eben von Epicenter Works direkt auf rechtlicher Basis. Und ein paar spannende Dinge sind da drinnen, wie zum Beispiel, dass das Ganze seit 2015 schon 2 Millionen Euro gekostet hat. Also eine nicht ganz so kleine Summe, kann man sagen. Und was auch spannend war, vor einem Jahr hat es halt geheißen, im Jänner 2019 wird das beginnen. Sie haben es dann vorverschoben auf November. Und die Testphase haben sie auch abgekürzt. Also sie haben eigentlich gesagt, das Jahr 2019 wird eine Testphase sein und dann wird evaluiert. Sie haben jetzt schon im Mitte September haben sie gesagt, na, die Testphase war erfolgreich, er kommt fix ab 1. Jänner 2020. Dabei ist alles, was ich weiß zur Evaluierung, nicht die Evaluierung von dem Algorithmus und dieser Klassifizierung, sondern von dem Angebot für Personen in dieser Klasse C, in diesem Segment C, wo sie sagen, ja, das wird gut angenommen, ja, und die Leute sind sogar überraschend erfolgreich dabei, wieder einen Job zu finden. Gestern gab es im WUK auch eine Diskussion, wo auch der AMS-Algorithmus-Thema war, da haben Leute darauf hingewiesen, naja, man weiß nicht, was sind das für Jobs eigentlich, die sie wieder bekommen haben. Sind sie da vielleicht in 6 Monaten wieder draußen, weil das Ganze gibt es ja noch nicht so lange. Also da wirklich eine sinnvolle Evaluierung jetzt schon haben zu können, ist eigentlich ein bisschen unseriös. Aber weil aus Sicht des AMS das eben alles scheinbar ganz gut läuft, haben sie eben keine Pläne, den Algorithmus zu ändern, bevor er wirklich in Vollbetrieb geht. Ich gehe jetzt über ein paar Kritikpunkte durch, die bleiben, die sich eigentlich nicht geändert haben seit November, Dezember, Oktober, obwohl sie an verschiedenen Stellen schon kritisiert wurden. Wie gesagt, es gibt 96 Modelle, die werden meines Wissens jedes Jahr neu gerechnet. Das heißt, es müsste eigentlich seit 2019 wahrscheinlich neue Modelle geben. Und nur 2 Modelle sind publik, davon eine selbstständig vom AMS, eines vom Epicenter Works, also die haben danach gefragt und dann wurde gesagt, weitere Modelle, das kostet dann 4.500 Euro und deswegen ist der Aufwand nicht gerechtfertigt, deswegen werden sie diese Daten nicht rausgeben. Einige der Variablen sind bis heute nach wie vor unklar, also man weiß nicht genau, wie genau sie zum Beispiel feststellen, ob eine Person Betreuungspflichten hat. Man weiß es eigentlich nicht genau. Genauso ist es mit Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Gibt es ähnliche Kategorien oder die gleichen wahrscheinlich auch im AMS, aber so wirklich erklärt und fix stehen tut das nirgends. Also das ist alles so ein bisschen eine Spurensuche. Und wie das Ganze dann wirklich in der Praxis eingesetzt werden soll, ist auch extrem diffus. Ganz zu Beginn hat es ja geheißen, das sind automatisierte Entscheidungen. Da haben sie dann sehr schnell gesagt, nein, die letzte Entscheidung liegt beim Berater, Beraterin, aber wie genau, da gibt es verschiedene Statements bei Podiumsdiskussionen und so weiter und so fort, aber das ist halt alles meiner Meinung nach eher Marketing. Das ist nichts, was wirklich bindend ist, also da gibt es keine bindenden internen Leitlinien, Richtlinien, wie Beraterinnen damit umzugehen haben, wo man jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist handfest. Und das AMS
ist auch immer ganz stolz, dass sie da eben sehr, sehr transparent waren. Das stimmt zu einem gewissen Grad. Sie haben wirklich innerhalb weniger Tage, nachdem das erste Mal an die Öffentlichkeit gekommen ist, eine Methodendokumentation veröffentlicht von Synthesis, die diesen ganzen Algorithmus entwickelt haben. Aber ich bin in Kontakt mit einigen Forscherinnen und Forschern zu diesem Thema und im Sommer sind noch immer da drinnen Stellen und wir können uns nicht genau erklären, was es eigentlich heißt. Und dann kann man dort anrufen und die sind auch teilweise relativ entgegenkommen und gesprächsbereit oder so. Aber es ist halt keine proaktive Transparenz, wo sie wirklich erklären, was sind diese Begriffe jetzt wirklich, woher kommen die Begriffe, woher kommen die Daten. Und eben einfach, meiner Meinung nach, müssten sie halt regelmäßig all diese Modelle auch öffentlich zugänglich machen, damit man da wirklich sinnvoll reden kann. Weil sie sagen jetzt immer, wenn man die Modelle, die bekannt sind, kritisiert, sagen sie, naja, aber das ist nur eins von vielen Modellen. Aber natürlich, das ist das Einzige, worüber die Öffentlichkeit reden kann. Und daher ist es halt relativ billig, einerseits auf Transparenz zu spielen, aber eigentlich keine wirkliche Debatte zu ermöglichen, weil einfach notwendige Informationen fehlen. Und beim Umgang der Prognosen in der Praxis, ich glaube, da weiß das AMS selbst noch nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch fraglich, wie eine Evaluierung jetzt schon positiv ablaufen kann, wenn man eigentlich noch nicht weiß, wie genau das passieren wird. Ein anderer großer Kritikpunkt war Diskriminierung oder Angst vor Diskriminierung. Da gab es dann, also weil eben eines dieser Modelle ein negativ oder schlechtere Chancen für Frauen und besonders für Frauen mit Betreuungspflichten ausgewiesen hat. Da wurde auch eben gesagt, nein, das ist nur ein Modell von vielen. Ja, und dann hat Johannes Kopf, also der Vorstand vom AMS, in einem Tweet, also das ist die einzige Quelle, die ich bisher finden konnte, auch nicht wirklich was, wo man sagt, das ist zitierfähig und belastbare Quelle, gesagt, naja, Frauen sind überproportional in Gruppe B, also mehr Frauen als dort, als eigentlich unter den Arbeitslosen sozusagen. Aber die Frage ist eigentlich, wie viele wären dort, wenn Frauen nicht negativer bewertet werden. Es soll ja nicht paritätisch verteilt werden, sondern es soll ja eigentlich der Idee dieses Algorithmus nach deren Chancen verteilt werden. Gut, also das ist auch, da gibt es auch ein längeres Interview auf der Future Zone mit einer Kollegin Paola Lopez dazu, die das noch ein bisschen ausführlicher macht von letzter Woche. Und dann gibt es auch spezielle Zielgruppen. Also es hat lange Zeit ja auch die arbeitsmarktpolitische Vorgabe gegeben, dass 50% des AMS-Budgets für Frauen aufgewendet werden soll. Das haben sie, glaube ich, nie geschafft, rein administrativ das wirklich zu erfüllen. Aber das gab es so als Ziel, haben sie gesagt. Dadurch ist eigentlich diese schlechte Bewertung eigentlich nicht so relevant. Dieses spezifische Ziel ist in der letzten arbeitsmarktpolitischen Zielvorgabe 2019 von der türkisblauen Regierung weggefallen. Das ist alles ein bisschen schwammiger, also es ist nicht mehr so strikt. Und Menschen mit Behinderung sind auch eine Zielgruppe, die auch ein eigenes Budget und Zugang haben. Aber, und das habe ich auch, weiß ich auch erst seit gestern, dieses Detail, weil das wer dort aus dem Publikum vom Behindertenrat gesagt hat, man hat nur Zugang zu diesem eigenen Angebot für Leute mit Behinderung, wenn man einen Feststellungsbescheid vom Sozialministerium hat. Und das sind aber nur 12.421 Personen im Jahr 2018 gewesen, aber 73.611 haben eine gesundheitliche Beeinträchtigung beim AMS. Das heißt, 60.000 sind zwar durch den Algorithmus schlechter gestellt, aber bekommen nicht Zugang zu diesen gezielten Maßnahmen. Also auch da wird ein bisschen so getrickst mit den Argumenten und eigentlich nicht faktenbasiert gearbeitet seitens AMS. Trotzdem ein bisschen das größere Bild. Eine der Hoffnungen, auch von Leuten, die selbst mit dem AMS zu tun hatten, war ja irgendwie, AMS-Beraterinnen sind oft launisch, man hat ziemlich unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, zu wem man kommt. Mal kriegt man gute Kurse, mal muss man wieder das x-te Mal in Bewerbungsschreibungen gehen. Und irgendwie der AMS-Algorithmus wäre da jetzt auch für Betroffene vielleicht eine Möglichkeit, dass man da diesem Losziehen ein bisschen entkommt. Und auch das AMS hat zu Beginn gesagt, ja, die Beraterinnen sind pessimistischer, sind vorurteilsbehafteter und der Algorithmus ist objektiv.
Jetzt schaut es aber so aus, dass der Algorithmus so Dinge wie Motivation, Auftreten, Kommunikationsbereitschaft und sowas nicht abbilden kann, weil sie einfach in den Daten nicht da sind und auch die Frage ist, wie man das quantitativ abbilden sollte. Das heißt, das sind jetzt Dinge, die wieder der Berater, Beraterin in das System einfliegen soll. Und wenn irgendwelche Dinge auf persönliches Gegenüber und, weiß ich nicht, Animositäten oder schlechte Laune oder so zurückzuführen sind, dann wahrscheinlich gerade, naja, der schaut ein wenig komisch aus oder der wirkt ein bisschen heruntergekommen oder so, na, der wird wahrscheinlich keinen Job finden. Also ich glaube, gerade bei den Dingen, die noch die Beraterinnen machen sollen, ist eigentlich fast das größte Potenzial für Pech, wenn man an die falsche Beraterin kommt oder so. Und noch größer ist halt, dass der AMS-Algorithmus einfach ein Werkzeug zur Kürzung der Ressourcen ist. Also vielleicht, das ist schon eigentlich länger bekannt, aber zumindest wir haben es halt erst im Zuge der Recherche, meine Kollegin und ich halt erst gefunden. Ein Rechnungshofbericht von 2017 sagt, da wurde das schon angekündigt, dass AMS plant, um Kosten zu sparen, eben diese Segmentierung in drei Segmente. Und da ist einfach ganz klar gewesen, Segment A und Segment C sind dazu da, um dort Kosten zu sparen. Und kann man jetzt sagen, ja, das muss man halt machen, irgendwo muss man sparen, die Ressourcen sind begrenzt. Damals historischer Kontext ist irgendwie ziemlich wichtig. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, 2011 war ein Tiefststand gleich von Arbeitslosen beim AMS von 250.000 bis 2017 infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ging das auf 350.000 hinauf, also plus 100.000. In der Zeit ist das Budget aber gleich geblieben. Entsprechend kann man natürlich wirklich sagen, ja, da gab es ein Budget- und Ressourcenproblem. In der Zeit ist eben dieser Algorithmus das erste Mal entstanden. Wie es halt so oft ist, die Zahlen sind zurückgegangen und jetzt hat sich halt das Sozialministerium gefreut, dass dank diesem effizienteren Algorithmus kann man jetzt natürlich auch Personal sparen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr dazu da, mit gleichen Ressourcen mehr Leute zu betreuen, sondern es ist jetzt halt dazu da, mit weniger Ressourcen weniger Leute zu betreuen im Endeffekt. Und von der Stoßrichtung muss man halt schon sagen, dass in vielen Ländern so ähnliche Dinge verwendet werden, allerdings bei vielen halt als Frühwarnsystem. Das heißt, man schaut eben, welche Leute sind eher, laufen eher Gefahr, dass sie langzeitarbeitslos sind und die bekommen dann mehr Unterstützung. Und da in Österreich, beim AMS ist es halt so, die bekommen weniger Unterstützung, weil halt dieses Return on Investment die Grundidee ist. Das heißt, ich stecke dort Geld rein, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die Person wieder fix einen Job bekommt. Und das ist die Aufgabe des AMS, möglichst viele Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und wenn es dann, sage ich jetzt mal, 100 gibt und davon bei denen klappt es halt nur bei 2 und bei Segment B klappt es halt bei 50, dann steckt man das Geld halt lieber in das Segment B und lässt halt alle anderen bei diesen neuen Formaten über sozusagen. Was vielleicht schon auch positiv zu sehen ist, ist natürlich, dass dieses Segment C auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, die Leute sind nur verpflichtet, einmal hinzugehen zu diesen neuen Angeboten. Danach können sie freiwillig gehen. Entsprechend gut wird auch das Angebot angenommen. Warum das AMS nicht überlegt, das überhaupt bei allen Kursen so zu machen, dass die Leute die nur machen müssen, wenn sie auch wollen, ist natürlich auch eine interessante Frage, weil wahrscheinlich ein Kurs effizienter ist und effektiver, wenn die Leute auch freiwillig dort sitzen und nicht dort sitzen müssen. Ja, damit bin ich eigentlich schon fertig. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen? Du hast geschrieben, wie würde der Algorithmus ausschauen, wenn man quasi die Kategorisierung nach Geschlecht weglässt. Gibt es solche Algorithmen in anderen Ländern, die das so machen oder gibt es da irgendwie positive Beispiele dafür? Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, dass es unterschiedliche Datenquellen gibt in anderen Ländern, also zum Beispiel Fragebogen. Es gibt auch unterschiedliche, in manchen Ländern ist das alles freiwillig, das heißt, die Leute können das machen, müssen das nicht machen. Also da gibt es eine große Bandbreite, wie das abläuft. Es ist natürlich auch nicht gesagt, dass nur weil jetzt
Geschlecht nicht explizit genannt ist, dass es nicht über andere Dinge, also wenn man jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel nur Betreuungspflichten drinnen hat, kann es natürlich sein, dass es Frauen einfach häufiger betrifft, weil sie häufiger Betreuungspflichten haben, weil, weiß ich nicht genau, aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das heißt, wenn ich jetzt eine Frau bin mit Kind, aber mein Mann geht in Karenz, bin ich dann noch betreuungspflichtig oder also wie detailliert ist die Information? Das ist eben alles nicht so ganz klar. Ja. Also man kann bisher nur mutmaßen. Bei vielen kann man nach wie vor nur mutmaßen und das ist eben irgendwie ein Kritikpunkt an den Kritikerinnen, also das war auch jetzt vor kurzem ein Statement von eben Johannes Kopf wieder auf seinem privaten Blog und nicht offiziell als AMS, das sind so Dinge, wo er sagt, ja, wir tun mutmaßen, aber es bleibt uns halt manchmal nichts anderes über, weil es einfach keine Informationen gibt. Genau. Sorry. Ist bekannt, ob die Evaluation auch gegen statistische Daten aus der Vergangenheit gemacht worden ist? Wie jetzt, also, weil es ist natürlich auf den gesamten Daten, also statistischen Daten trainiert worden wahrscheinlich das Modell, aber ob das jetzt über die Zeit auch stabil ist, also ist da irgendwas bekannt im Erfolg? Also die Trainingsdaten sind Daten der Vergangenheit. Wie meinst du über die Zeit? Weil es läuft ja noch nicht so lang. Oder meinst du, ob man einfach ist von den letzten 20 Jahren zum Beispiel das trainiert, geschaut hat, ob das dann richtig ist? Ob jetzt der endgültige Algorithmus, wie er jetzt existiert, ob das auch über ein größeres Zeitfenster an Daten verlässlich gleichbleibende Ergebnisse liefert oder ob da einfach zum Beispiel während der Wirtschaftskrise, wenn er dann ganz anders reagiert hätte, wie jetzt in einem Konjunkturboom? Na, das Ding, die Modelle sollen meines Wissens jedes Jahr einmal neu berechnet werden. Das heißt, zu einem gewissen Grad werden sich die schon anpassen, aber nachdem sie versuchen, 2 Jahre in die Zukunft zu prognostizieren, müssen sie davon Daten nehmen von Leuten, die vor mindestens 2 Jahren beim AMS begonnen haben. Das heißt, sie müssen für einige dieser Prognosen können sie keine aktuellen Daten verwenden, weil sie es sonst nicht trainieren können. Und da sind natürlich, das ist auch eines unserer Bedenken, es gibt so dieses regionale Arbeitsmarktgeschehen, das könnten Sie rein theoretisch sagen, das ändert sich häufiger und quasi, okay, es gibt jetzt einfach quasi einen Abwärtstrend, deswegen gibt es einfach gar keine Regionen mehr, die ein wirklich gutes Arbeitsmarktklima haben oder so, aber meines Wissens gibt es ja keine Adaption an ökonomische Entwicklungen oder so. Das ist auch meine Sorge, quasi eine Person, die vor 2 Jahren eine Chance hatte, hat vielleicht heute eigentlich keine mehr, obwohl sie genau die gleiche Person wäre, nur es ändert sich halt die Ökonomie auch ein bisschen im Laufe der Zeit. Also das ist ein bisschen unklar. Ist schon klar, ob man die eigenen Daten dann anschauen und verändern darf oder löschen darf? Löschen, anschauen. Anschauen, ja, also soweit ich weiß, ist es schon, also da muss ich sagen, da gibt es nur Statements in Publikumsdiskussionen, eben in privaten Blogs, die zumindest offiziell laut Beschreibung privat sind, auf den eher privaten Twitter-Accounts von manchen Leuten, die sind jetzt nicht unbedingt belastbar, aber meines Wissens, und das sagen sie zumindest meistens, sieht man den Integrationschancen-Score, also diese Prozentzahlen langfristig und kurzfristig, die werden den Arbeitssuchenden mitgeteilt und auch die Klassifizierung. Löschen wird man wahrscheinlich nichts können, weil die Daten ja für den Betrieb des AMS irgendwie notwendig sind, vermute ich. Aber da kenne ich mich rechtlich auch zu wenig aus, ja. Um da definitive Antworten zu geben. Aber vielleicht hat da der andere mehr Wissen.
Mein Wissensstand zur Löschung ist ja, dass die Daten, bevor sie wieder in das AMS-System hineingespeist werden, komplett anonymisiert werden. Das heißt, man kann seine Daten in diesem anonymisierten Datensatz gar nicht raussuchen und finden. Und daher kann man sich dann nicht rauslöschen, weil man schon Teil eines anonymisierten Systems ist. Ja, aber die Klassifizierung, die eigene Klassifizierung, ist, ja. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass man sich löschen lassen kann, wenn man nicht mehr Teil des AMS ist. Wenn man nicht mehr dabei ist, ja, aber dann betrifft es einen, also da hat man dann auch nicht mehr so viel davon wahrscheinlich, ja. Glaubst du, dass es einfacher wäre, an die Informationen zu kommen, wenn es in Österreich ein Informationsfreiheitsgesetz gäbe? Das ist eine gute Frage, weil da bin ich jetzt nicht ganz up to date, was die Debatten ums Informationsfreiheitsgesetz wären, wer da umfasst wäre, weil das AMS ist halt keine Behörde, sondern in klassischem Public-Private Partnership-Geschichte eigentlich ein externes Unternehmen, das quasi behördliche Aufgaben übernimmt. Das war bei uns dann auch ein bisschen unklar, wie viel sind die eigentlich verpflichtet rauszugeben. Kann man die jetzt öffentliche Stelle nennen oder nicht? Oder ist es halt doch nur ein Unternehmen sozusagen? Wir sind jetzt auf dem Standpunkt, das sind einfach schon staatliche Leistungen, die da Leuten zur Verfügung gestellt werden oder nicht. Und quasi staatlich, ja, je nachdem, was ein Informationsfreiheitsgesetz umfassen würde, kann es natürlich sein, dass da mehr Informationen an der Öffentlichkeit kommen würden. Und das ist auf jeden Fall auch für ähnliche algorithmische Systeme oder so natürlich unsere Forderung, dass da viel früher ein transparenter Prozess ist, auch was eine Evaluierung sein soll in diesem Fall. Also es ist einfach unklar, wie wird das evaluiert? Gibt es eine Evaluierung oder überlegen Sie sich das dann nach einem halben Jahr, währenddem der Test läuft, was Sie dann nachher sagen, es wurde evaluiert oder so. Das ist komplett unklar. Mich hätte interessiert, diese Modelle, die bekannt sind, kann man da ein bisschen was Genaueres darüber erfahren, weil die Unbekannten, ja, die stecken ja im Algorithmus irgendwo drinnen. Und eine spezielle Frage ist, ich meine, Linz, Weltsteier ist ein starker Wirtschaftsraum, wenn ich da jetzt irgendwo gehe, ins Mürztal oder was, bin ich dann vielleicht dort, wo ich da jetzt Kategorie A bin, dort nur mehr Kategorie B oder doch auch ganz schon C, weil die Region vielleicht auch eine Rolle spielt. Genau, also die Region spielt auf jeden Fall eine Rolle über diese regionalen Arbeitsmarktgeschehen. Da gibt es 5 Typen und eben es geistert immer herum Simmering und Floridsdorf in Wien, die sind die schlechteste Kategorie, da gibt es einfach die meisten Arbeitslosen und wenigsten Jobs. Ich kann mir vorstellen, dass rund um große Industriezentren das eher besser ist und weiß nicht, Mürztal oder so, weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall, das schlägt sich teilweise relativ deutlich auf die Klassifizierung aus, ja. Und das ist natürlich die Frage, okay, was sollen die Leute dann tun? Sollen sie jetzt wegziehen? Warten, bis es dort besser wird, damit sie wieder in die andere Gruppe kommen? Also über viele dieser Merkmale hat man relativ wenig Chancen, was daran zu tun. Also keine Kinder kriegen, ist das jetzt wirklich, also da gibt es auch wenig Möglichkeiten zu sagen, okay, ich versuche da besser zu werden, was jetzt eigentlich klassisch neoliberale Logik wäre, dass man sich anstrengen muss und dann schafft man es wieder raus oder so. Das gibt es dann nicht einmal als Option. Aber zu den Modellen, genau, also es gibt eines, das ist in diesem Original Methodendokumentation von Synthesis GmbH veröffentlicht. Da stehen die Koeffizienten drinnen für diese logistische Regression. Das hat der Standard auch versucht zu implementieren ein bisschen, da kann man dann seine eigenen Daten eingeben und kriegt dann seinen eigenen Score heraus. Das ist bekannt, aber angeblich ist das nur ein illustratives Beispiel, das angeblich keine Bedeutung hat oder schon eines von vielen. Also es ist eben, ja genau, es ist ein bisschen, ja, nicht zufriedenstellend. Im Prinzip muss man sich ja dann schon die Kritik gefallen lassen, dass jetzt, wenn es jetzt 96 Modelle gibt, 94 nicht bekannt sind und wahrscheinlich wird mit denen gearbeitet, oder? Natürlich, ja. Ja, das, aber das ist,
Ich weiß nicht, also es gab schon die Anfrage von Epicenter Works, wo eben ein weiteres Modell veröffentlicht wurde, auf eine andere Art und Weise als ursprünglich, also mit noch mehr Variablenkombinationen und Koeffizienten, wo mir nicht ganz klar ist, ob das jetzt erweitert wurde oder einfach detailliertere Ausgabe der gleichen Modelle ist. Und da haben sie halt gesagt, mehr Informationen, mehr Modelle zu veröffentlichen würde 4.500 Euro kosten. Und deswegen ist es eben zu teuer, deswegen machen sie das nicht. Da würde ich jetzt sagen, für eine eben quasi staatliche Behörde wie das AMS, müsste man dann halt mit den Unternehmen, an die man das outsourced, halt den Vertrag entsprechend schreiben, dass natürlich all diese Informationen ohne Mehrkosten dem AMS zur Verfügung gestellt werden müssen, weil natürlich werden diese Anfragen kommen. Also, ja. Vorhin hast du gesagt, AMS hat das Ding irgendwie evaluiert, einmal zwischendurch im letzten Jahr. Ist es damit jetzt für immer und ewig ein Superstempel drauf oder gibt es da Pläne, dass das regelmäßig passieren soll? Unabhängig von der Neuberechnung der Modelle. Ob das AMS das evaluieren möchte regelmäßig? So wie ich das AMS jetzt aus unterschiedlichen Dokumenten kennengelernt habe, werden die natürlich sich alle möglichen Dinge immer wieder anschauen oder so. Mein Problem damit ist halt, dass das AMS sich selbst evaluiert und es keine externe Evaluierung gibt. Also wer ist finanziell und organisatorisch nicht mit dem Gutwill des Sozialministeriums oder des AMS verbunden und evaluiert das? Also das ist auch, glaube ich, ein bisschen so überhaupt ein... Welche Standards der Evaluierung gibt es überhaupt in österreichischer Verwaltung oder so? Und ja, also ich bin mir sicher, dass sich die das anschauen werden, ob das funktioniert. Aber ich habe eben gesagt, das hat 2 Millionen Euro bisher gekostet. Ich glaube, die werden ziemlich viel versuchen, das irgendwie beizubehalten, den Algorithmus, weil sonst sind das einfach Kosten, die beim Fenster draußen sind, sobald sie den wieder einstampfen. Und sie haben auch Pläne, auf diesem Algorithmus aufbauend dann Schulungen zu evaluieren, ob dieser Score besser wurde oder schlechter, nachdem man diese Schulung gemacht hat, was meiner Meinung nach dieser Algorithmus, weil er gar nicht so genau das abbildet, eigentlich nicht schaffen kann. Aber dadurch ist es ein Lock-in, dadurch bauen andere Dinge im AMS drauf auf und dann kann man es nicht mehr wegbekommen. Also ich glaube, da ist schon, ja, es scheint recht fix, aber ich würde, also gestern im WUK auch haben Leute auch gesagt, ja, wenn man jetzt sagt, man braucht nicht mehr drüber reden, weil sie haben schon fix beschlossen, nichts ist fix. Also da kann natürlich mit einer anderen Regierung, kann die sagen, na, tut mir leid, wir haben Grundsätze und das entspricht nicht diesen. Also 2017 hat doch Stöger zum Beispiel gesagt, nein, mit mir kommt dieser Algorithmus nicht. Mit der neuen Regierung haben sie es dann wieder ausgegraben. Also es hat 2015 begonnen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Spielräume und natürlich kann man auch Druck machen weiterhin. Ja, ich wollte nur zu den 4.500 Euro ergänzen. Wir von Epicenter Works, also ich im Speziellen, haben eine Anfrage nachgeschossen, was man denn bekommen würde um die 4.500 Euro, ob man da auch dann die Source-Files kriegt und eine gescheite Beschreibung und was der Umfang denn der Daten ist, die man kriegt um das Geld und ob sie dann eine Kontonummer haben und ob man ihnen das Geld dann einfach direkt überweisen kann oder ob das einfach quasi nur eine Ausrede ist, dass sie es uns nicht geben. Und je nachdem, was da rauskommt auf die Anfrage, werden wir dann auch ein Crowdfunding aufstellen, dass wir dann sagen, ja, wenn nur jeder Arbeitslose 1 Euro hergibt, dann ist das Geld schon drinnen. Ja, spannend. An der Stelle muss man vielleicht nochmal vielen Dank an Epicenter sagen. Genau, ja. Gibt es noch Fragen? Ja, dann danke für deinen Vortrag und vielen Dank auch für die spannende Diskussion jetzt. Ja, danke.